Ja, wir befinden uns in Berlin und heute ist die zweite Mitgliederversammlung der AG Fliese hier zu Ende gegangen. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige und auch erfolgreiche Veranstaltung. Neben mir steht Reinhard Fenske, der Koordinator der AG Fliese. Ja. Wie ist denn dein Resümee dieser Veranstaltung? Ja, Ralf, vielen Dank zunächst mal, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Also wir waren eigentlich sehr zufrieden mit der Beteiligung unserer Mitglieder. Ich erinnere nur ganz kurz durch dieses Chaos über das Wochenende mit der Anreise und Bahnstreik. Das hat ganz gut geklappt. Also wir sind sehr zufrieden, dass hier zahlreiche Mitglieder den Weg gefunden hat. Ein weiterer Beweis, dass unsere Mitglieder sich gerne auch in Persona treffen und nicht nur am Videoschirm miteinander kommunizieren wollen. Insofern war das eine sehr runde Veranstaltung. Wir hatten gestern Abend sehr viel Zeit auch zum Netzwerken, damit man Kollegen, die man auch schon lange nicht mehr gesehen hat, dann auch entsprechend befragen kann über die Geschäftslage. Also das war ein gutes Networking-Event. Und ich glaube, wir haben recht interessante Vorträge und auch Marktzahlen präsentieren können, die für unsere Mitglieder, glaube ich, einen Mehrwert bieten. Ja. Ein wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung war ja, dass ihr auch die ersten Ergebnisse eurer Social-Media-Kampagne präsentiert habt. Und ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg, aber es gibt auch noch einiges zu verbessern. Ja, also wir sind natürlich noch in der Lernphase, nicht? Wir machen das jetzt quasi den fünften Monat. Wir haben erste Schritte gemacht, die sind erfolgsversprechend. Wir sind noch nicht perfekt, wir müssen noch besser werden. Und daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit deren Feedback, wo wir uns noch verbessern können und wie wir vor allen Dingen auch die Durchschlagskraft und die Reichweite erhöhen können. Also vom Potenzial her sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet mit der Vielzahl unserer Mitglieder. Aber wir nutzen es noch nicht so aus, weil noch nicht alle so aktiv teilnehmen, wie wir uns das gerne wünschen würden. Das werden wir jetzt im Nachgang noch einmal beleuchten und uns auch Gedanken machen, wie wir zusätzliche Reichweiten eventuell auch in Kooperationen oder Allianzen schmieden, um das einfach zu erreichen. Denn im Endeffekt geht es ja darum, einen Nachfrageschub für die Fliese auszulösen. Und zwar unabhängig von der Wettbewerbssituation, die wir natürlich auch unter unseren Mitgliedern haben, sowohl im Fachhandel als auch in der Industrie. Also das wird unsere nächste Aufgabe sein. Aber ich denke, es ist gut, dass wir den Schritt gehen, unsere Mitglieder an die Social Media weiter heranzuführen. Einige sind schon sehr professionell, die geben auch ihr Wissen an unsere Mitglieder ab. Andere trauen sich jetzt durch diese Social-Media-Kampagne erstmalig eigene Kanäle zu bespielen. Und es ist vielversprechend, aber es ist noch Luft nach oben, da will ich gar keinen Hehl draus machen. Ein wichtiger Programmpunkt des zweiten Tages war auch die Vorstellung einer Idee, wie man zu mehr und besseren Marktdaten kommen kann. Wie geht es da weiter? Also wir haben heute erstmalig einen Impulsvortrag mit Professor Beinert den Mitgliedern unterbreitet, der auch in der Vergangenheit schon mit Studien uns unterstützt hat. Wir haben sehr verlässliche Zahlen durch die Herstellerverbände aus Deutschland, Spanien und Italien, die relativ belastbar sagen können, wie viel Keramik pro Jahr in Deutschland verbraucht wird, wenn du so willst. Aber seit Jahren drehen wir uns auf diesem Punkt im Kreis, weil es einfach nicht ausreichend ist, festzustellen, wo geht eigentlich diese Keramikmenge hin? Also in 2022 immerhin 132,1 Millionen Quadratmeter, das ist schon eine ganze Menge. Und wir wollen als AG Fliese die Plattform sein, die unter Hinzuziehung von Mitgliedern und Experten eine Marktzahlenbasis bietet, die dann unseren Mitgliedern einen Mehrwert bietet, indem sie ihr operatives Geschäft besser steuern können, weil heutzutage sind sie mehr auf Ahnungen, Vermutungen, Industriebefragen, Gedankenaustausch, passt auch irgendwie, aber sie sind nicht so belastbar. Und da wollen wir gerne diesen Platz einnehmen und die Marktzahlen über die AG Fliese-Plattform zur Verfügung stellen. Es wird ein anstrengender Weg, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten wir die Zahlen schon. Aber ich denke, wenn nicht wir, müssen diesen Weg gehen, um eigentlich dieser kleinen Branche etwas belastbarere Zahlen zu vermitteln durch entsprechende Zulieferung der Verbände und Experten und so weiter. Okay, vielen Dank. Sehr gerne, Ralf.